So, heute also die Partie Irland gegen Dänemark. Testspiel oder Pflichtspiel? Ich denke, für die Spieler ist es immer was Besonderes, im Trikot der Nationalmannschaft aufzulaufen. Bin ich bei dir, Wolf. Das zeigt nun einmal, dass sie zu den besten Kickern im Land gehören. Und für den Trainer geht es natürlich darum, in so einem Testspiel Dinge auszuprobieren. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Zwar nur ein Stürmer, aber defensiv spielen sie trotzdem nicht, oder? Das stimmt. Im 4-5-1 haben sie zwar nominell nur diese eine Spitze, aber was sind das für Offensivqualitäten? Eriksen! Er ist zur Stelle, schöne Aktion. Es gibt Ecke. Eriksen jetzt. Den Ball faustet er weg. Guter Einsatz. Er versucht es einfach mal aus der Distanz. Das konnte nichts werden, oder? Aus der Entfernung? Nee, da hätte schon alles passen müssen. Das Ding hat er super gehalten. Wir sehen es hier nochmal in der Zeitlupe. Boah, das war nicht einfach. Klasse, wie der Keeper da reagiert. Vorteil ist angezeigt, gut vom Unparteiischen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Weg ist der Ball. Delaney. Nikolai Jürgensen. Defensiv machen sie es gut. Hendrik. Long. Und da auch schon das erste Foul. Freistoß. Wenige Minuten gespielt erst und wir sehen schon eine ganz frühe Verwarnung. Das heißt, es wird schwierig für ihn. Jetzt muss er in jedem Zweikampf aufpassen, ansonsten ist das Spiel heute frühzeitig beendet. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Ward. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und jetzt ein Schuss. Tolle Aktion vom Torwart. Da packt er einen Trick aus. Klasse. Nikolai Jürgensen fängt diesen Ball ab. Gleich der erste Freistoß, das ging schnell. Und genau sowas passiert, wenn ein Stürmer die Grätsche auspackt. Der fliegt hier vom Platz. Und das macht es jetzt natürlich extrem schwierig. Da fehlt einer vorne drin. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Long. Da trennt er ihn fair vom Ball. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Christian Eriksen. Wartet jetzt erstmal. Jetzt schießt er. Klasse gemacht. Stark geblockt. Mailer. Arthur. Nikolai Jürgensen. Da kommt der Pfiff. Freistoß. Die gehen heute schon ziemlich hart rein. Wieder eine Verwarnung und dabei sind sie schon in Unterzahl. Ja, da muss jetzt auch irgendwas vom Trainer draußen an der Seitenlinie kommen. Die müssen kühlen Kopf bewahren. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor.
Da kommt er nicht vorbei, er verliert den Ball. Nikolai Jørgensen. Sisto. Eriksen. Jørgensen. Eriksen, Riesenchance. Eriksen! Ja, das gibt Eckball. Helge Eriksen. Da kommt der Torwart mit einer Faust dran. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Hendrik. Das könnte die Chance werden. Super Pass. Den hält er. Es gibt Ecke. Ecke kommt. Ball vertändelt, er geht raus. Schöner Steilpass. Achtung jetzt! Der Ball geht ins Tor aus und es gibt Abstoß. Quist. Er spielt den Pass zurück. Nikolai Jørgensen. Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. Hendrik. Klasse Aktion. Ball ist weg. Das macht er sehr gut und bleibt am Ball. Sehr gutes Abspiel. Jetzt hat Eriksen. Oh, er trifft die Latte. Ball ist jetzt erstmal raus. Gute Parade. Auch ein Einwurf kann Gefahr bringen. Sie müssen konzentriert verteidigen. Gut aufgepasst und abgefangen. Jetzt die Flanke. Glanzparade. Tolle Aktion. Was für ein Wahnsinnsreflex. Arthur fängt diesen Ball ab. Da kommt der Pass, aber der Verteidiger ist da. Long. Der Freistoß, klare Sache. Geklärt, aber der Ball ist noch heiß. Eriksen jetzt am Ball. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Das ist jetzt seine Chance. Long! Die Chance müssen sie eigentlich nutzen. Ja, sah richtig gut aus, aber der Abschluss viel zu schwach. Weiter 0-0. Jørgensen. Mailer. Arthur. Und er schießt. Keine Schwierigkeit hier, ganz problemlos gehalten. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Nun Eriksen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Schön gemacht, jetzt die Flanke. Abgefälscht geht der Ball ins Tor. Den hat der Verteidiger noch berührt. So ein Eigentor ist natürlich besonders ärgerlich. Er will ja eigentlich helfen und den Ball abwehren und dann kommt es anders. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Mailer. Arthur.
Zur Pause steht es 1:0, ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Durchgang 1 fand ich schon ziemlich gut. Und jetzt geht's hier weiter. Stimme ich dir absolut zu, Wolf. Die erste Hälfte hat uns und den Zuschauern mit Sicherheit allen richtig Spaß gemacht. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da ist die Hereingabe. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Eriksen jetzt. Das ist ein Foul, da muss er Freistoß geben. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Ja, ich glaube, da hat ihm der Rasen einen Streich gespielt. Er trifft den Ball nicht richtig. Ja, das sind diese Unwägbarkeiten, die du einfach nicht ausschalten kannst. Hätte durchaus was werden können. Gleich wird hier ausgewechselt. Delaney. Defensiv machen sie es gut. Brady. Super dazwischen gegangen. Das jetzt vielleicht. Brady. Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Bei der nächsten Unterbrechung wird gewechselt. Quist. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Da trennt er ihn vom Ball. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Delaney. Klar, gibt Einwurf. Eriksen jetzt. Er passt ihn auf den Flügel. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Sisto. Das könnte die Chance werden. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Da holt er den Ball zurück. McLean. Arthur. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Und jetzt die Chance. Der Torhüter kann jetzt abstoßen. Auf der Bank ist Bewegung, es wird einen Wechsel geben. Eriksen jetzt. Da pfeift der Schiedsrichter und hier muss er auch Freistoß geben. Quist. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ward. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Ganz, ganz harte Gangart, die sie da heute an den Tag legen. Auch dieses Foul zieht eine Karte nach sich. Ja, sie müssen unbedingt Feuer rausnehmen. Ansonsten haben sie auf Dauer keine Chance. Da geht die Mauer noch. Da kommt er raus und hält den Ball. Delaney. Klasse Tackling. Geht er rein. Da klatscht der Ball an den Pfosten.
Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Siehst du. Wird's jetzt gefährlich? Delaney! Wirklich eng, guter Schuss. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Vorteil. In der Szene muss er pfeifen. Einsatz war zu hart. Abgefangen, gut gemacht. Jetzt wird's gefährlich. So, was machen Sie draus? Jetzt vielleicht. Fischer! Klasse. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Und jetzt, super gemacht vom Torhüter, er holt sich den Freistoß. Der Abstoß direkt zum Gegner. Eriksen. Und so kannst du den Torhüter natürlich nicht vor Probleme stellen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Das ist ein Foul und der Schiedsrichter pfeift das auch. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. Keine andere Option für den Referee. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Klasse Technik. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Fischer. Und jetzt die Chance. Ein unfassbares Tor. Da zeigt er, was er kann. Nach seiner Einwechslung trifft er hier. Gab sicherlich schon schwierigere Aufgaben, aber egal, Hauptsache der Ball passt. Da siehst du natürlich nie so gut aus bei einem Eigentor. Aber was willst du da machen? Du willst ja irgendwie das Gegentor verhindern und dann passiert's. Das 2-0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Brady. Das könnte die Chance werden. Jetzt vielleicht. McGeady. Das muss das Tor sein. Sie leben noch. Das war der Anschlusstreffer. Geht noch was? So, jetzt gibt es natürlich auch die Wiederholung dieses Treffers. Ich muss sagen, da haben sie ihren Keeper auch nicht unterstützt. Da musst du einfach den zweiten Ball verhindern. 2-1, hier ist noch alles drin. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Wird das seine Torchance? Weg ist der Ball. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Ballverlust. Und jetzt ein Schuss. Vier Minuten gibt's als Nachspielzeit. Jetzt wird's gefährlich. Da ist die Flanke. Da können sie erstmal klären. Den Ball verlängert er per Kopf. Und nun ein Schuss. Ja, ganz sicher. Ball ist raus. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Ready.
Brady. Das könnte eine Gelegenheit werden. Flanke bleibt hängen. Klasse Flanke. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Und das war's hier. Die Partie ist abgepfiffen. Sie gewinnen dieses Spiel und damit stehen sie in der nächsten Runde. Glückwunsch dazu auch von uns und mal sehen, wie das Turnier für Sie weiterläuft. Das war gut, was er heute angeboten hat. Exzellente Leistung heute von ihm bei diesem Sieg. Und das Tor war natürlich die Belohnung für seinen Klasseauftritt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Schön gemacht. Jetzt die Flanke. Fischer. Und jetzt die Chance. Jetzt vielleicht. McGeady. Das muss das Tor sein.